Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Borderlands 1. Der Zero hat es auch endlich mal geschafft nach seinen ganzen Problemen hier mit der Hardware und seinem Controller und bla bla bla. Und nachdem wir den Spielstand nachgespielt haben von ihm, weil das auch nicht geklappt hat. Naja, auf jeden Fall haben wir es jetzt endlich geschafft. Und ja, ich würde sagen, wir verkaufen noch mal ein paar Sachen. Und dann machen wir weiter mit der nächsten Mission. Ja, währenddessen wir gerade eine Quest nachgeholt haben oder zwei Quests nachgeholt, habe ich noch eine Waffe bekommen, und zwar die Hellfire hier, die recht gut ist, hat einen hohen Elementarschaden, meine hat einen sehr hohen, die ich momentan habe, hat natürlich dafür die Hellfire mehr Schaden. Ich weiß noch nicht, was besser ist, ich werde beides mal ausprobieren. Dann schauen wir mal. So. Ah, du wirst das schon hinkriegen, da bin ich mir relativ sicher. Ja, ich kann mich gar nicht entscheiden. Will ich sie jetzt pulverisieren oder will ich sie vernichten? Ah! Oh. First World Borderlands Problems. So, wir haben derzeit eine Mission, und zwar Steel müssen wir finden, bei der ich gerade ein kleines Problem hatte, weil ich die Quest nicht hatte. Deswegen haben wir jetzt eine zweite Aufnahme quasi gestartet von diesem kleinen Part, wie wir hier durch die Gegend laufen. Aber ich loote erstmal Kisten, solange der Tau kämpft. Oh, genau, cool. Die gute Stele müssen wir finden. Wo laufen hier überall Knallharte rum? Das ist echt ein bisschen zu viel, oder? Das ist krass, ne? Alter! Ich verstecke mich gerade so ein bisschen, du machst das ja schon. Joa, ich mach das mit meiner Waffe. So, jetzt probiere ich mal die andere Waffe aus, die ich habe. Und das war's ja schon. Loot, 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 loot. So, die hat ein Visier. Was natürlich nice ist. Und ich klaue mir die ganzen Waffen. Ich bin Zero von Ashington. Ich klaue es den Reichen und gebe es mir. Ja, und wer hat mal wieder verkackt? Der Tau. Der kriegt wieder nix. Das ist so typisch. Können wir da Fahrzeuge holen? Nein, das ist nur Schnellreise. Schade. Warte auf mich. Ich bin doch nicht so schnell. Ist klar. Bin hängen geblieben. Wieso läufst du schneller als ich? Tu ich das? Also so ganz, ganz, ganz wenig. Okay. Oder du läufst gerade die Ideallinie und ich laufe irgendwie so quer, kreuz und quer. Das kann natürlich auch sein. Das kann sehr gut möglich sein, ja. So, auf geht's. In die Salt Flats. Da waren wir ja schon mal drin. Ne? Da hatte ich ja gesagt, dass wir da noch mehrere Wege haben. Und seltsamerweise, wenn nicht alle Wege gegangen sind. Und jetzt tun wir es doch. Die große Baumaschine wieder da, ne? Genau. Die sieht schon relativ cool aus, muss ich sagen. Ich laufe mal kurz hier hoch, mal gucken, was es hier oben gibt. Ja, mach du mal, ich hole mal in der Zeit schon mal ein Vehikel. In Pink selbstverständlich. Eigentlich muss die Frau sowas kaufen. Das macht nichts. Hab ich für dich gekauft. Achso, das ist eine Lootkiste. Aber dürfte nicht so viel drin sein wahrscheinlich, weil wir schon mal in der Ebene waren. Für mich sowieso nicht, also. Also, wir haben hier eine Sniper, 196 Schaden, weil zwei Blitz. Und eine Rifle. Moment. Moment, ich komm mal eben. Eine Rifle mit Feuerschaden. Ja, Moment, 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 Moment. Ich gehe mal eben gucken. Rifle ist Müll und die Sniper auch so. Hat sich ja gelohnt. Wolltest du nur den Loot haben, ne? Ich bin der Looter King. Da, 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 da. So, auf geht's. Miau. Oh, ich komme auf die Karte, ich navigiere mal. Okay, Zero das Navi. Wieder im Einsatz. Muss erstmal unser Ziel finden. Vergesst TomTom, vergesst Garmin, wir nehmen nur noch Zero. Ah, okay. Ja, fahr nicht in die Berge rein, genau, da entlang einfach. Okay. Einfach über den Bergen entlang. Und die nächste links. Nein. Die nächste, genau. Da, die. Genau. So, ich will mal eine neue SMG mal ausprobieren. Ja, dann viel Spaß wünsche ich dir dabei. Ich bleib mal hinten mit der Sniper. Du läufst ja sowieso vor, genau, so kennen wir's. Oh, nice, nice. Treffen tue ich nicht wirklich mit der Sniper. Die knallhart, ne? Die sind ja richtig mal krass drauf.
Ah, was Blaues. Meins. Wie, das kannst du haben. Was heißt den Rest? Das heißt 103 Dollar. Super. Den Rest habe ich mir mal so geschnappt. Oh, wollen wir mal snipen? Ich habe meine Sniper schon rausgeholt. Ist doch prädestiniert dafür. Okay. Man muss nur treffen. Frage ist, wer stirbt zuerst? Wir oder die? Ich treffe. So wie es aussieht, ich trau auch nicht. Okay. Moment. Ah, der. Der könnte gleich down gehen. Nein, ich muss wieder nachladen. Ach, das war ja meine Furzbazooka, die einfach nur ein bisschen Giftschaden aussprüht. So, ich nehme jetzt auch mal die richtige Sniper von mir. Die Sniper. Damit treffe ich auf jeden Fall mehr. Das Einzige, was ich mache, ist, ich sprühe ein bisschen Gift auf die. Das ist ganz seltsam, wenn der Bazooka explodiert gar nicht. Okay. Das ist einfach wie so eine kleine Nadel, die dahin fliegt und sie immer sticht. Das ist vergiftet. Ja, meine macht auch mehr Giftschaden, aber sie macht auch ordentlich Schaden dazu, sage ich mal. Ja, cool, es explodiert auch ein bisschen. Aber ich bin fast tot. Ich laufe weg. Da leidet er vor sich hin. Stirb! Oh cool, ich kann jetzt mit Weiten kämpfen. Das ist cool. Du hast ja auch eine Waffe. Oder wie meinst du das? Ja, ich habe jetzt ein Visier an meiner SMG. Das kann ich vom Weiten kämpfen. Ach so. Vorher musste ich halt zum Gegner hinrennen, um ihn zu treffen, weißt du? Ah, alles klar, ja. Das habe ich nicht gewusst. Deswegen bin ich auch immer jedes Mal da und liege und versuche, um mein Leben zu kämpfen, weil ich hinlaufen muss. So, wie kommen wir jetzt da hinten hin? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das hier hinten so ein bisschen prädestiniert dafür, dass hier noch eine Lootkiste steht. Nö, ist nur ein Müllhaufen. Alter, glaub, Sirene. Hier, ja, was? Ich habe in dem Müllhaufen hier eine Class-Mod für eine Sirene gefunden. Wahrscheinlich wieder Girl Power. Nee, Angriffsskill, Strahlungsskill und Funkenskill und 30 Team-Tech-Regeneration. Ich guck mal nach. So, was habe ich eigentlich überhaupt? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Vergleichen. So. Ich habe nur vielleicht gedacht, dass man hier hinten nicht so unbedingt hingeht, deshalb ist das so ein bisschen prädestiniert für eine Lootkiste, aber leider war dem nicht so. Ich glaube, wir sind auch schon mittlerweile zu stark. Oder ich jedenfalls. Ja, ja, ist klar. Du hilfst mir natürlich, du bist mein Supporter. Ja, ach so. Jeder braucht den Supporter. Der Supporter. Genau, der Soldat ist der Supporter. Ach, schön. So, wir kriegen jetzt mal ein kleines Löchlein. Wobei, man muss ja auch wirklich sagen, mein Geschützturm ist ja tatsächlich so geskillt. Also, ich habe mir ja wirklich so geskillt als Supporter, ne? Die Zeit ist so gut abgelaufen. Du musst unbedingt zur Kammer. Eine zweite Gelegenheit kriegen wir nicht in diesem Leben. Lootkiste. Ja. Mir scheißegal, ob hier alles runtergeht. Ich will zur Lootkiste. Oh nein, Fledermäuse. Ist mir scheißegal, du scheiß Wächter. Ich will nur die Lootkiste. Okay, ist mir nicht scheißegal. Ist mir nicht scheißegal. Ah! Das ist ein knallharter Wächter. Von da oben schießt auch noch irgendwas. Ja, der heißt Sera, das gefällt mir gar nicht. Der hat halb deinen Namen geklaut, wa? Ja, gefällt mir nicht. Ich treffe ihn nicht, aus der Entfernung doch jetzt. Wo ist der Knallharte? Ach da! Okay, ich hole glaube ich meine Sniper raus, die war Blitzschaden. Ich muss nachladen. Bis dahin ist der Schild weg. So. So, jetzt reicht's, stell mal meinen Turm mit hin. So, er hat kein Schild mehr. Er ist jetzt ein Opfer. Ja, ohne Schild. Ging das gut. So, Berserker-Klasse brauchen wir eigentlich gar nicht. Wenn du nicht noch ein bisschen heilen willst, mein Tower steht da noch ein bisschen. Ja. Oh, geht das schnell. Oh. Und schon weg. So, was war in der Lootkiste drin? Eine Rifle. Eine Riffel. Die macht zwar. Ja, die macht aber nicht so viel Feuerschaden. Die hat nur einmal Säureschaden. Oh. Nee. Ist nicht so besonders gut. So, Granaten nehme ich mit. Oh Gott, ich glaube, wir sollen runterspringen. Ich glaube nicht. Oh
Ich werde angegriffen. Mach du das mal. Ich bleib mal ein bisschen hier oben. Mach das. Ich habe nämlich noch eine Lootkiste hier oben gefunden. Hier, guck mal. Siehst du mich hier oben? Ja. Hier, guck mal, da ist die Lootkiste. Nein! Nein! Da ist dieser Sera-Typi. Er weiß aber ganz genau, wie man angreifen muss. Nein, au, 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 au. Oh, man kommt wieder hoch. Alles gut. Glaube ich. Nee, man kommt doch nicht hoch. Was soll denn der Scheiß? Wieso kann man hier hochlaufen? Alter, ich habe eine Alien-Sniper gefunden. Echt? Krass. Ja. Die probieren wir doch gleich mal aus. Wo ist denn der Typ? LOL. Nein, ich falle. Nein, ouch. Hier, guck. Crazy. So. Aber ich glaube, die hat nicht so eine extreme Reichweite, muss ich ganz ehrlich sagen. Er hat eine hohe Schussfrequenz, ne? Muss ja immer nach der haben. Ja, das schon. Außerdem halt unendlich Munition. Muss ich halt immer wieder aufladen. Naja. Ist beides halt nicht so, ne? Nö. Nicht so, das Wahre. Moment, hier oben hat was geleuchtet. Ne, das waren diese komischen Pilze. Dachte, hier ist schon wieder eine Lootkiste. So. Hat irgendwas Peng gemacht? Schießt du? Also man kann viermal schießen damit. Also die ist echt nicht gut. Ich geh mal kurz in mein Inventar und nehme meine alte wieder. Mach das. Ich gehe runter zu kämpfen. Wenn ich sie finde, heißt es. Welche waren das? Die hier, glaube ich, ne? Ich glaube, die war das. Gewinnst aber auch keinen Preis mit der Sniper, die ich hier habe. Alter. Wie er mich fertig macht. Was explodiert denn hier alles? Aber wieso sind die so weit oben? Wie soll ich die treffen? Oh, was? Hä? Achso, hinter mir. Alles gut. Ich bin da. Was ist denn gerade explodiert? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das ist der ein bisschen weiter oben. Oben in der Luft fliegt noch irgendwo einer rum. Mehrere sogar. Da ist auch noch so dieser Sera-Wächter. Das sind mehrere Sera-Wächter. Ja, müssen wir snipern, ne? Geht nicht anders. Jupp, bin schon dabei. Sehr schön. Bisschen weiter unten war noch einer. Da ist er. Da ist einfach neben uns einer aufgetaucht. Echt? The fuck? Warte, ich mach den hier noch schnell für... Ah, den hast du schon. Super. Wo denn? Neben uns? Ne, er ist schon wieder weggeflogen. Der saß hier, so. Hier gerade an der Säule und hat sich dir gedacht, ich flieg mal los. Die haben mich noch nicht gesehen. Ist doch nett. So, sind die jetzt alle aus der Luft draußen? Ich glaube schon, ne? Glaube ja. So, ich schmeiß mal kurz eine Granate runter. Ja, ich hab mich selber runtergeschmissen. Alles gut. Ja, das werde ich jetzt auch nochmal tun. Yippie! Ach, das bist du. Ja, mich kannst du nicht töten. Das haben wir schon mal festgestellt. Ich bin viel zu mächtig. Über uns schwebt noch einer. Vor allem, die haben einfach mal 100 mal so viel Schild wie Leben. Die fliegen im Viecher. Ja, das stimmt, da braucht man. Hier ist noch Soldat. Da braucht man die Stromdinger auf jeden Fall. Oh, jetzt habe ich mir das gar nicht angeguckt, sondern nur mitgenommen. So. Ich hab überhaupt keine Pistole mehr. The fuck? Ah, ist Müll. Ja. Ich glaube, eine dieser Kisten ist explodiert. Das kann sein. Möglich. Vorne steht noch einer rum. Ich habe ein Gefühl, dass da... Achso, ich brenne. Ich wollte gerade sagen, wieso kommen die Flammen her? Ich habe so das Gefühl, dass hier oben noch was sein kann. Ja, hier ist eine unsichtbare Mauer. Das ist schon mal gut. Da oben steht auf jeden Fall noch einer. Was? Nein! Ein knallharter.
Ich bin hinter der unsichtbaren Mauer. Oh nein. Hilfe. Da bist du, ich seh dich. Hallo. Wie geht's dir? Bist du gerade hier reingekommen? Oder wieder rausgegangen? Also, ich weiß auf jeden Fall, da oben steht noch ein Knallharter. Das ist schon mal klar. Ja, das ist, komm ich hier raus irgendwie? Ich komm hier nicht mehr raus. The fuck? Da steht er. Ja, ich schieße hier gegen eine Mauer. Guck dir das an. Kann ich mich zurücksetzen? Keine Ahnung. Kann ich mich selber umbringen? Glaube eher nicht. Wir können es gleich mal mit einem Duell versuchen. Ha, ich habe ihn getötet. Ich kann auch was machen. Hallo. Wie zum Teufel bin ich hier reingekommen? Ich weiß es nicht. Also hier bin ich oben drauf. Hallo. Kannst du mich hauen für ein Duell? Warte. Jetzt bist du auch hier drin. Nein, ich bin einfach außerhalb des Spiels. Und ich komme hier nicht weg. So, liebe Freunde, mal wieder ein weiteres LP, nicht mehr LPT. Der Seo hängt da hinten jetzt in der Wand. Wir gucken uns noch mal ein bisschen hier um. Oh, da geht ein Tor auf. Jetzt bin ich alleine und Zero hängt da hinten drin und da kommen jetzt die ganzen Leute. Oh Mann. Ich helfe dir, kein Problem. Ich kann, glaube ich, hier durchschießen, oder? Nein, ich habe hier nur eine unsichtbare Mauer vor mir. Kann ich irgendwie hier mich zurücksetzen lassen? Ich habe keine Ahnung. Weißt du, meine Granaten kann ich durchwerfen, aber meine Schüsse kommen nicht durch. Das Einzige, was ich eventuell gesehen hatte oder denken würde, wäre, dass... Dass du lass die Gegner nochmal hierher zu mir und dann bringen sie mich um. Ja, stimmt, das könnte funktionieren. Ich muss sie nur erstmal locken. Ich glaube, die wollen nicht. Leute, kommt mal her. Hui. Weißt du, das ist voll kacke. Doch, der eine Lance-Verteidiger kommt gerade. Warte mal, vielleicht kommt er ja. Nee, er kommt nicht. Ansonsten gehe ich raus und du lädst mich nochmal ein. Obwohl, ich bin Host, ne? Ja, das ist es ja. Warte, ich kann mich selber umbringen. Ja, ich kann mich selber umbringen. Cool. Zum Glück habe ich wieder die Munition. Ja, nee, kommen tut er auch nicht wirklich. Leider. Ja, du kämpf du mal. Ich bring mich selber um. Hab's gleich geschafft. Aber jetzt muss ich Geld bezahlen dafür, dass ich in einen Bug getreten bin. So, ich bin tot. So, jetzt versuche ich mich nochmal zu retten. So. Ich bin frei. Yay. The fuck. Ich fühle mich verarscht. Ja, 97.000. Dankeschön für nix. Oh. Scheiß Bug. So, ich bin da. Ich bin frei. Ja. Oh, ist das schön. Oh. Das kommt dafür, wenn man neugierig ist, Tau. Das stimmt. Neugierig das und stimmt. Gierig. Beides zusammen. Ja. Ah, gut. Finde ich echt gut. So, ich bin schon mal ein bisschen weitergegangen, ne, weil ich neugierig bin. Ach, da kommt's ja schon. Bin schon da. Alles cool. Jetzt schneit's hier. Ja, genauso wie bei uns. So, und dann kommen wir jetzt zu Iridian Promontory. Ja, bei mir hier schneit's. Ich habe nur festgestellt, dass es kalt draußen ist, aber nicht, dass es schneit. Nee, bei uns schneit es schon den ganzen Tag. Also es ist ziemlich heftig. Lieber Seo. Ja? Da kommen schon wieder ganz ekelhafte Wächter. Schön. Ich loote. Ich muss mein Geld wieder kriegen.
Oh, für diese Wächter müssen wir echt die Sniper nehmen. Mit dem Elektroschaden. Gerade wenn die so weit weg sind. Ja, wenn die weit weg sind, das ist echt jetzt. Boah. Ein Erzwächter mit dem BTF. Und ich bin fast down. Okay, ich hol mir den Sniper für den Erzwächter raus. Der hat mir zu viel Schild. Und ich treffe ihn nicht. Wunderschön. Der Erzwächter fokussiert mich. Du bist tot. Ich treffe ihn leider auch nicht. Ich bin auch fast tot. Hä? Komm her. Hier, mein Turm steht hier. Da, jetzt hat er endlich sein Schild verloren. Ja. Und schon ist er weg. Das ist unglaublich. Wie viel Schild die haben. Gut, dass der Gegner hier keine Namen hat. Da hat einfach in Klammern None gestanden. Auch sehr gut. Kein Name. Hat er wenigstens was gedroppt hier? Na, natürlich nicht. Oh, hier ist noch eine Kiste. Du schaffst das, ne? Gut. Ja. Hier ist nämlich noch eine Kiste. Ist zwar keine Loot-Kiste, aber immerhin. Solange ich nicht hinter einer unsichtbaren Wand bin, schaffe ich das. So, ich komme jetzt mal wieder hinterher. Damit du nicht ganz alleine bist. Was ist das hier überhaupt für eine coole Region? Das sieht irgendwie ganz schön ruinig aus. Ja, wir nähern uns dem Ende. Deswegen sollten wir die Folge nicht vorzeitig beenden. Also gibt's heute mal Gesetzeshüter. Knallharter Verteidiger. Alter, was geht denn hier ab? Da jetzt, Alter. Dann bin ich durch. Nächstes Level. Ja, ich bin auch kurz davor. Alter, die mit ihren scheiß Schilden. Alter. Ja, nächstes Level. Hast du mir eine Granate auf den Boden geworfen? Alter Schwede. Oh Gott, hinter mir. Ich denke mir die ganze Zeit, was schießt du? Und dann ist das Ding hinter mir. So, oh, was ist denn das? Transfusionsgranaten, oh, nehme ich mit. Ist ja wie Weihnachten. Alter. Ich hoffe, dich im Kreis zu drehen. Alter Schwede, ey. Boah. Vor allem, die geben so viel Erfahrung. Richtig ja, krank. Das stimmt. Ich glaube, irgendwas snipert auf mich. Oh, das ist wieder ein Erzwächter. Dreck. Ja, da oben hängt so ein... Wow. Da oben hing so ein Sera-Wächter. Habe ich einen Schuss mit der Sniper gemacht. Down. Geile Sache. Autsch. Autsch. Irgendwas haut mich. Das ist der Erzwächter da hinten. Aber ich hab enorm hinter der Wand gestanden. Die fungieren auch fast wie so eine Artillerie, ne? Wieso? So, jetzt ist er tot. Jetzt ist er tot. Komm her, du Drecksviech. Hält sich für was Besseres, weil er so ein Schild hat, das ihn unsterblich macht. Oh, schon wieder ein Erzwächter. Zwei sogar. Ja, ich glaube, das sind sogar drei. Warte, ich guck mal. Das sind drei, ja. Ich bin wieder weg. Oh, ich bin... Nein. Ich bin in den Abgrund gefallen. Das ist nicht dein Ernst. Aber es hat mich kein Geld gekostet. Das ist cool. Nein, kämpfe um dein Leben. Verdammt, und ich hänge hinter einem Stein. Ich komme. Halte durch. Zum Glück bin ich in den Abgrund gefallen. Ich bin wieder fast gesund. Nein, ich bin fast down. Du bist so weit weg. Holy nein, shit. Bitte, bitte nicht. Ich muss hier noch ums Eck. Du wirst gleich sehen, das ist ein langer Weg. Ja, verdammt. Verkackt. So, bin ich mal gespannt, wie viel ich ausgeben muss. Gar nichts. Doch, 111.000. Oh Mann. Okay. Ja, wenn dann drei auf dich fokussiert sind, das ist dann doch schon ein bisschen krass. Erstmal den Sera-Wächter da oben ausschalten, ey. Wie die einfach. Wie die mich hinter den Steinen sehen können und Granaten nach mir schießen. The fuck? So, der Sera-Wächter ganz oben ist weg. Den habe ich vom Start aus habe ich den weggeholt. Ja, versuch dich mal ein bisschen zu verstecken, ich komme. Es kommen immer noch mehr Sera-Wächter.
Ja. Weiß nicht, ob die Erzwächter die vielleicht beschwören? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich stelle hier mein Türmchen hin. Zum Heilen. Weißt du was? Ich lauf rein. Viel Spaß. So. Der rechte Erzwächter? Ja, toll. Der ist umgekippt. Shit. Ah, den krieg ich, den krieg ich, den krieg ich. Du brauchst mich nicht heilen. Alles gut. Jetzt haben wir es fast. Ja. Mit ihren scheiß perversen Schilden. Ich will auch so ein Schild haben. Boah. Kriegst du den, oder? Ja, den krieg ich. Nein, er ist weg. Er ist ja den Stein. Die Schweine, die Sau, ey. Das ist unglaublich. Versteckt er sich da hinten? Es gibt da wahrscheinlich doch noch rum, oder? Also machen wir heute ein bisschen eine längere Folge, sagst du? Nehme ich mal an. Das hier ist der letzte Part. Wir können das jetzt zur Not, können wir es in zwei splitten, dass wir sagen, hey, hier machen wir Stopp, falls es zu lange dauert. Oder wir beenden einfach die Folge, weil wir sowieso noch die DLCs machen. Das können wir auch machen. Das stimmt. Außerdem kommt ja noch sowas wie ein Endgegner, oder? Ja, eventuell. Also ja. Ich spoiler hier nicht. Okay. Für wen hältst du mich? Aber es ist ein Videospiel, hallo? Da muss noch ein Endgegner kommen. Ich bin schon wieder runtergefallen. Das ist nicht dein Ernst. Jetzt bin ich ja schon wieder alleine. Nein, ich bin bei dir. Es hat mich Geld gekostet. Warum? Das letzte Mal hat es mich nicht gekostet. Ach, wahrscheinlich, ja, weil ich im Sirenenmodus runtergefallen bin. Ja, vielleicht hat auch das Spiel gedacht einfach, wow. Vielleicht hat auch das Spiel gedacht so von wegen, nee, einmal okay, Zero, zweimal, nee. Ja, das letzte Mal war ich ja unsterblich im Sirenenmodus. Oh, jetzt reicht's, ey. Achso, hast du schon. Sehr schön. Gut. Was? Wo kommt denn jetzt noch was her? Das hat er geschleudert, bevor er gestorben ist. Zero, ich bin mal ganz dreist und ganz fies und sag mal, wir machen einen kleinen Cliffhanger und sehen uns dann morgen wieder. Ja, bis morgen. Tschüss. Tschüss.